Herzlich willkommen bei Brendan-Mundorfs Asthmaphysik Astro TV. Wie auch unsere Milchstraße hat der Andromeda-Galaxie einige Begleiter. Und wir sehen jetzt vor uns die Karte von der lokalen Gruppe und unten rechts sehen wir die Andromeda-Galaxie mit einigen von seinen Begleitgalaxien. Und eins davon ist M32, also Messier 32, worum es heute geht. Messier 32, was man jetzt hier exakt auf dem Bild sieht, ist ca. 2,3 Millionen Lichtjahre entfernt und befindet sich natürlich im Sternbild Andromeda. Und es handelt sich um eine elliptische Galaxie. Diese Galaxie ist ziemlich klein mit einem Durchmesser von gerade mal 8000 Lichtjahren. Also es ist halt eine richtige Zwerggalaxie. Aber es ist nämlich auch völlig klar, denn alle Begleiter von der Milchstraße, sowohl von der Andromeda-Galaxie, sind Zwerggalaxien. Aber das Besondere an Messier 32 ist, dass diese Galaxie mal viel mehr Masse gehabt haben soll, als sie jetzt hat. Also aktuell hat Messier 32 ca. 3 Milliarden Sonnenmassen. Früher sollen es 25 Milliarden gewesen sein. Oder es wird zumindest auf diesen Wert geschätzt. Aber was ist passiert? Bei etwa 2 Milliarden Jahren hat die Andromeda-Galaxie einen Großteil von Messier 32 einverleibt. Das heißt, das verstehe ich nämlich so, dass die Andromeda-Galaxie von Messier 32 sozusagen die Masse abgezapft hat. Denn die zwei Galaxien müssten extrem nah aneinander gewesen sein, sodass Andromeda von Messier 32 Masse akkretiert hat. Und somit ist dann Messier 32 viel leichter geworden. Da liegt die Masse dann mal nur noch 3 × 10⁹ Sonnenmassen, also 3 Milliarden Sonnenmassen etwa. Entdeckt wurde Messier 32 von Guillaume Le Gentil. Das war ein französischer Astronom und die Entdeckung war am 29. Oktober 1749. Die Sterne im Zentrum von Messier 32 sind genauso dicht nebeneinander wie in der Andromeda-Galaxie. Also sowohl Messier 32 als auch der Andromeda-Galaxie hat in der Nähe des Zentrums eine Sterndichte von 5000 Sterne je Kubikparsec. Das heißt, in einem Volumen von 3,26 Lichtjahren, in allen Richtungen natürlich, weil es geht ja um das Volumen Kubikparsec, und ein Parsec sind ja 3,26 Lichtjahre, befinden sich 5000 Sterne. Also, man muss sich das jetzt erstmal vorstellen, wenn wir an unserem Nachthimmel 5000 Sterne im Umkreis von 3,26 Lichtjahren hätten, ich glaube, unser Nachthimmel wäre schon fast dämmerig wahrscheinlich. Weil es gibt natürlich auch Sterne, die enorme Leuchtkraft haben, wie Betelgeuse zum Beispiel. Und da wird man wahrscheinlich nachts weder schlafen können, noch hätten wir einen richtigen Nachthimmel. Aber ich bezweifle es, dass wir dann überhaupt existieren würden. Weil die Gravitationskräfte extrem stark wären. Vor jedem einzelnen Stern, der sich dann hier in unserem Umkreis befinden würde. Und da würde es natürlich dann auch keine stabile Planetenbahn geben. Weil die Sterne hier auch mal gelegentlich mal vorbeiziehen. Aber das soll jetzt einmal nur mal so eine Vorstellung gewesen sein. Und in unserer Milchstraße sind die Sterne, je näher man ans Zentrum von der Milchstraße gehen, auch immer dichter zueinander. Nur ich fand es halt nämlich halt nur besonders, dass bei Messier 32 die Sterndichte im Inneren exakt genauso groß wie bei der Andromeda-Galaxie. Weil sonst ist es trotzdem von Galaxie zu Galaxie ein bisschen verschieden. Ich hoffe, dass euch das Video zu Messier 32 gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao.